Hallo, liebe Salzburg-Begeisterte, mein Name ist Arno Fischbacher, ich bin Wirtschaftsstimmcoach, habe zwei Bücher geschrieben, Voice Sales, die Macht der Stimme im Business. Also man kann schon sehen, die Kommunikation und insbesondere die unbewusste Macht der Stimme in Gesprächen und beim Präsentieren, das ist mein Thema. Ich bin ein zugroßer Salzburger, also ich komme aus Oberösterreich, bin aber jetzt seit vielen, vielen Jahren in Salzburg. Und wie es mir vorkommt, bin ich mittlerweile in Salzburg auch, man kann sagen, assimiliert. Also die anderen sehen mich als Salzburger. Und ich bin immer wieder ganz stolz, ich bin viel unterwegs als Trainer, als Coach, als Redner und bin also in vielen Städten in Deutschland, in der Schweiz und auch in Österreich. Und es ist immer wieder ganz interessant zu erleben, dieses Gefühl, wenn ich zurückkomme, wenn der Flieger dann so über von Bayern über Salzburg drüber fliegt und man sieht dann die Festung und den Hangar 7. Also es ist irgendwie ein schönes Gefühl, immer wieder da in diese wunderbare Stadt zurückzukommen. Ich bin passionierter Altstadtbewohner. Für die Salzburger muss man dazu sagen, in der rechten Altstadt, in einem alten Wehrturm, inneres Steintor, ist die Fachbezeichnung. Also das ist ein Teil der alten Salzburger Befestigungsanlage und dieses innere Steintor ist insofern ein Unikum, als viele dieser Tortürme, die es gegeben hat, also die alten Zugänge zur Stadt, als die Autos aufgekommen sind, einfach weggeräumt worden sind, damit man mit breiteren Fuhrwerken da in die Stadt hineinkommt. Das innere Steintor ist noch erhalten und dort lebe ich mit Blick auf die Altstadt und auf die hereinkommende Salzach. Wunderbarer Ort. Also das ist so das Zwiespältige an Salzburg. Auf der einen Seite gefällt mir und wahrscheinlich auch vielen anderen an Salzburg, dass die Stadt so einen weltoffenen Charakter zeigt, mit den Salzburger Festspielen, mit dieser unglaublichen Fülle an Touristen, also an Menschen aus, ich weiß nicht, welchen Kontinenten, Ländern und Städten. Und gleichzeitig hat die Stadt, das ist das, worüber Salzburger dann miteinander sprechen, gleichzeitig hat die Stadt auch irgendwie so ein bisschen etwas Enges, was vielleicht einfach nur damit zu tun hat, dass die Stadt halt einfach eine kleine Stadt ist und insbesondere die Innenstadt wirklich sehr begrenzten Ausmaßes ist. Also dieses Wechselspiel zwischen dem Weltoffenen und dem durchaus Spur in sich geschlossenen, wir sind wir, da lassen wir auch niemand her, das ergibt einen sehr eigenwilligen Reiz an dieser wunderschönen Stadt Salzburg. Ja, ich gehöre zu den Menschen, deren eigene Freizeit einfach sehr begrenzt ist. Darum habe ich mich gefragt, was tue ich denn, wenn ich ein paar Minuten dazwischen habe und mal aus dem Trubel aussteigen will. Ich gehe in den Sebastiansfriedhof. Das ist ein exterritorialer Ort in Salzburg. Man geht die Linzergasse rauf, biegt aus diesem ganzen Trubel ab, geht durch ein Tor durch und plötzlich ist man in einer anderen Welt. Also dieser alte Friedhof, ich weiß gar nicht, ob der noch in Betrieb ist, ich glaube im Moment wird darüber diskutiert, den wieder neu zu beleben. Paracelsus ist dort begraben, da stehen aber große Bäume, es sind große Mauern rundherum, es ist still, das ist ein echtes Refugium. Kühl ist es im Sommer. Also das ist mein ganz spezieller Ort für so dieses Auftanken in ganz kurzer Zeit und wieder zu sich kommen an einen besonderen Ort.
Also wenn es ums Essen geht, dann denken ja viele Menschen an irgendwie ganz exquisite Sachen. Sicher, da kann man in Salzburg in den Hangar 7 gehen zum Beispiel, sich dort voranmelden, die platinerne Kreditkarte auspacken und so weiter. Mein spezieller Tipp ist etwas ganz anderes. Ich bin privilegiert im André-Viertel mit einer Fülle von Lokalen und mein ganz spezieller Tipp heißt Heart of Joy. In der Franz Josef Straße ist ja ein Lokal nach dem anderen und die zweite Tür führt in dieses Lokal. Da wird fleischlos gekocht, es gibt keinen Alkohol. Was man aber dort kriegt, ist so etwas wie vegetarische Hausmannskost. In einer sehr unsalzburgerischen Atmosphäre, serviert von Menschen, die mit ziemlicher Treffergenauigkeit wenig Deutsch können. Also mit einem sehr internationalen Ambiente. Man findet dort auch ganz ungewöhnliche Menschen im Publikum und das Essen ist, finde ich, wirklich fein und abwechslungsreich. Ja, da muss ich nicht lang nachdenken. Wenn ich hier im Second Floor, in dem wir uns da gerade befinden, Gusto auf einen wirklich guten Kaffee habe, dann fahre ich einfach mit dem Lift runter und gehe ins Heart of Joy und trinke dort einen doppelten Espresso. Das ist mein spezieller Tipp. Ein Bio-Kaffee, der da aus der Espresso-Maschine kommt, erstklassig gewartet, erstklassig eingestellt, mit einem unglaublich weichen Aroma. Mein Tipp für den besten Kaffee. Es ist schon viele Jahre her, da hatte ich in einem Seminar einen Teilnehmer, der mir erzählt hat, er hat eine große Installationsfirma, aber sein Steckenpferd ist Nahrung. Steinzeitnahrung. Damit hat er sich schon lange beschäftigt und jetzt hat er lange gesucht nach einem Produzenten, also nach einer Fabrik, einem Unternehmen, das ihm einen speziellen quasi Steinzeitriegel abfüllt, in Form bringt, aber ohne Konservierungsmittel. Und die hätten alle gesagt, das geht nicht, das ist nicht möglich, da muss man was rein tun. Und er war aber verbissen und hat gesagt, das muss gehen und hat am Schluss jemanden gefunden. Black Bear heißt das Produkt. Und mich hat es am Anfang gleich angesprochen, weil er hat mir erzählt, was ist da alles drinnen. Und da war ein Stichwort Maca. Und das ist schon relativ lang her und ich hatte damals überhaupt noch nie jemanden getroffen, der wusste, was Maca ist. Das ist so eine Wurzel aus Südamerika, aus den Anden. Ich bin sehr oft in Südamerika, weil ich Projekte betreue am Amazonas. Ja, und das hat mich überzeugt. Ganz tolles Produkt, schmeckt erstklassig und wirkt natürlich unglaublich gut. Black Bear, mein Snack für zwischendurch. Naja, wie man gut sehen kann an den weißen Schatten in meinem Gesicht, suche ich natürlich Orte, wo ich Menschen treffe, mit denen ich mich auch mal vielleicht zwischendurch gut und nett unterhalten kann. Das fällt mir verhältnismäßig leicht. Zwei Haustüren vor meinem inneren Steintor gibt es den Bernd Friedrich, der seit ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten dort seine wunderbare kleine Bar betreibt. Und das ist der Platz, wo ich ab und zu wirklich nette Menschen treffe, wo ich Leute treffe, mit denen man sich auch am Abend mal eine Stunde wirklich gut unterhalten kann und wo man österreichische Weine testen kann. Der Gärtling, Grüner Veltliner, wäre mein Tipp für den Bernd Friedrich, also für das Friedrich in der Steingasse. Es gibt natürlich im Speckgürtel rund um Salzburg jede Menge große Möglichkeiten zu shoppen, aber in der Altstadt mal von einem kleinen Geschäft ins andere kleine Geschäft zu gehen und dort mal zu gustieren und zu schauen, das finde ich macht doch durchaus Spaß und man hat eine schöne Umgebung. Also Auswahl an schönen Plätzen gibt es in Salzburg ja wirklich en masse, gibt es zuhauf, aber da gibt es einfach einen schönen neuen Platz. Der Georg Imlauer hat sein Hotel in der Rainerstraße mit sehr viel Geld und sehr viel Engagement und Liebe. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat seine Frau da eine gestaltende Hand gemeinsam mit dem Architekten wahrscheinlich gehabt. Und die beiden haben am Dach des Hotels die Sky Bar entwickelt
ist ja ganz neu, haben es aufgestockt. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz besonderer Platz, weil erstens ist es ein schönes Lokal mit exklusiver Bedienung und allem drum und dran, aber das ist so ein ganz besonderer Blick über Salzburg. Also man sieht Richtung Mirabeigarten, man sieht Richtung Festung, man überblickt dieses große Salzburg-Panorama und das ist so eine Perspektive, die ich ganz besonders liebe und die ich sehr empfehle. Also wenn ich den Tipp teilen darf, dann sage ich, schaut doch, vielleicht auch als Salzburger, schaut doch mal, wenn ihr nicht gerade Theatergänger seid, schaut doch mal ins Nonntal und macht im Petersbrunnhof die Tür zum Lokal auf. Schaut euch das an, ihr werdet feststellen, dort gab es mal einen alten Kuhstall, der mittlerweile zu einem ganz, ganz herrlichen Restaurant geworden ist und ein sehr schönes Ambiente bietet. Und für die, die sagen, okay, in der Stadt kennen wir eh schon alles, wie schaut es am Land aus? Dann würde ich sagen, fahren wir mal Richtung Wolfgangsee. Aber da muss man jetzt genau wissen, wie man hinkommt. Also man fährt da zweimal um die Ecke und dann durch eine wilde Schlucht und kommt dann plötzlich am Wolfgangsee heraus, an einem kleinen Ort. Das ist ein Hotel mit einem Restaurant und einem Badeplatz und einem Schiffsanlegeplatz für die Wolfgangsee-Schifffahrt. Das ist das Fürberg. Ein wunderschöner Ort und ich glaube, das kennen auch ganz wenige Salzburger. Diese Salzburg-Stadt verleitet nicht nur die Gäste, sondern ich finde auch die Bewohner, die Kulisse zu sehen und in erster Linie sich von dieser Kulisse blenden zu lassen. Und meine persönliche Empfehlung ist, einfach raus aus dem Trott, raus aus den Menschenströmen, rein in die kleinen Gassen, die kleinen Orte suchen, wo niemand ist, dort genau hinschauen, vielleicht mal schauen, aha, an dem Haus ist dort plötzlich ein Stein an der Kopf oder dort ist eine Tür mit einer Inschrift und mal schauen, was hat das für einen Hintergrund, aus welcher Zeit stammt es, wer hat dort gelebt und was sagt mir das als heutiger moderner Mensch. Das ist mein Tipp für die Salzburger und die als Gäste hier sind.